Das kennen wir alles. Ach ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Oder? Doch. Ich bin da runtergesprungen. Ich bin nicht hier weitergekommen. Nice. Jetzt sehe ich mal, was hier ist. Ha! Warte mal, das kommt mir auch bekannt vor. Oh! Na, was sagt man da dazu? Sie können tun, was Sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Never ever und so. Alter. Jetzt muss ich doch mal endlich vorbeigehen. Doch, das kommt mir auch alles so vertraut vor. Nichts, also muss ich da rein. Schlaues Bürschchen. Der ist offen, alles klar. Dass er offen ist, finde ich gut. Wo schlürft er jetzt rum? Nicht, dass ich ihm gleich mitten in die Arme laufe. Da ist er. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen! Oh! Na gut, ich hab diese Scheiße satt. Hab ich noch? Nein, hab ich nicht. Give me Axt. Leer geschossen, na geil. Ha, jetzt aber nicht mehr. Flasche habe ich auch noch. Ich bin voll ausgerüstet. Das ist der Raum! Alle, ja, ja. Der mit dem Telefon. Aber sind die nicht mehr da? Haha! So sieht man sich wieder. Quasi. Ah, nice. Kann ich irgendwie Munition aufsparen? Vielleicht. Ja, irgendwie schnieke. Ich will die nämlich ungern irgendwie benutzen jetzt. Geil! Das ist... Ah, ich verstehe. Der schießt zwar zwei Schuss ab. Nein, warte mal. Ich war nicht mit Castellanos hier, ich war mit ihr hier. Noch. Oh, Kurva! Scheiße!
So sieht man alles wieder. Interessant. Hier ist offen. Munition. Auch gut. Nö. Ein Eisenrohr. Da ist das. Da könnte ich durchklettern. Wie war denn das da unten? Da gab es ja eigentlich einen Durchgang, oder? Zeig mal. Oder ist jetzt alles dicht? Ja, alles dicht. Schade. Aber gut, das macht nichts. So, da will ich jetzt nicht einfach nur gucken. Cool, dass dann die Zahlen hier immer noch stehen würden. Gut, man kann ja nicht alles haben. Wen von euch darf ich anzünden? Mist, ich habe keinen Streichhölzer. Und rein da. Na du? Scheißalle. Oh. Komm bloß nicht in meine Richtung. Kriegst du da so eine Fresse. Scheiße. Ich kann... Okay. Geradeaus ist nichts. Ich wundere mich, weshalb man durchspähen konnte. Oh. Da ist nichts. Oh, was kommt jetzt? Na geil. Nein! Du willst mich verarschen, ey! Das ist eine scheiß Shotgun. Wo kam das denn her? Okay. Ich schieß die einfach. Okay, dann mache ich das anders. Dann mache ich das alles anders. Lad mal nach. Oh! Alter! Ey, das ist doch nicht dein Ernst! Hä? Willst du mich... Wie... Alter, ich hab den Typen den Kopf weggeschossen! Okay, dann... mach ich das so rum. Easy going. Oh, Kurva. Da lang. Oh, auch gut. Fuck off. Fuck off. Ich hoffe, es ist kein Fehler, wenn ich hier reingehe. Nein. Doch, wahrscheinlich schon. Ja, genau deswegen! Fuck. Bewegung. Keine Zeit zum Nachladen. Oh oh. Nein. Nein. Nein! Die sind hinter mir. Ja, nimm! Oh oh. Oh nicht. Fuck off! Alter! Wo kommt das denn jetzt her? Oh mein Gott, das war die Hexe. Ich muss den ganzen... Oh Gott. Diese schlecht gesetzten...
Save Points, ne? Die finde ich echt zum Kotzen. Kann ich hier nicht die Tür zumachen? Verbarrikadieren. So. Take it. Hoch. Da hinten war nix. Du kriegst einen Kopfschuss. Du stirb. Sieht unten aus. Oh oh. Lad nach. Lad nach. Oh. Verschwinde. Komm nie wieder. Alter, wo? Zum Geier. Was? Warum habe ich überhaupt so eine fette Anzeige, wenn ich nur zwei Schläge vertrage? Und jeden einzelnen kann ich auch nicht machen, weil die da unten einfach nachspawnen wie Affen. So, fuck off. Lad nach. So, geh da hoch. Du kriegst einen Kopf. Du so. Lad nach. Lad nach. Alles klar. Lauf. Und mach hinter dir zu. Oh Gott, ja. Komm, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Mach einen scheiß Kontrollpunkt endlich. Oh, Kontrollpunkt. Mir ist gerade herzhaft egal, was ist. Aber Kontrollpunkt. Ich muss diesen ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Sehr enttäuschend, Kid. So eine einfache Mission und sie machen Probleme. Zum Glück für uns gibt es immer einen Plan B. Nicht alles, was sie von uns bekommen, nützt ihnen. Die Infusion. Was haben sie mir gegeben? Wir mussten wissen, ob man im System überleben kann. Aber wir wollten niemanden von Wert riskieren. Sie sollten uns mit hineintragen. Und hier bin ich. Oh. Nein. Es ist Ruvik. Er macht das alles hier. Komm. Ja, also, da er das gesagt hat, ist es äußerst interessant zu erfahren. Oh, oh. Was es wirklich ist. Krempeln Sie bitte den Ärmel hoch. Was? Moment mal. Das ist eine große Spritze, die werden Sie mir auf keinen Fall verpassen. Miss Kidman, Sie haben dem zugestimmt. Vergessen Sie das nicht. Wir haben nichts Böses im Sinn. Das ist nur Vorschrift. Wissen Sie, was Vorschrift ist? Jemanden, der eine Spritze bekommt, zu sagen, wo sie ist und was sie scheint. Au! Mann, das hat wehgetan. Hey Leute, was soll das? Ist hier jemand? Erst die Spritze und dann dieses abgefahrene Video in der Endlosschleife? Verdammt tolle medizinische Forschung, die sie hier betreiben. Wurde auch Zeit. Okay, kann ich jetzt gehen? Noch nicht, Miss Kidman. Wie fühlen Sie sich? Kopfschmerzen? Nasenbluten vielleicht? Was? Nein. Aber ich fühle mich etwas seltsam. Als wäre ich unter Wasser. Das ist eine der Nebenwirkungen der Verbindung. Sie müssen noch einen letzten Test absolvieren.
Dann können Sie gehen. Okay. Dann los, würde ich sagen. Gut. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen. Sie beantworten sie und betrachten dabei die Bilder vor Ihnen. Lassen Sie die Augen auf dem Bildschirm. Alles klar? Ja. Frage Nummer 1. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Oh. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich das einschätzen soll. Deswegen, ich... Mittlerweile sind so viele Infos dabei. Ich halte mich da so ein bisschen raus. Weil... Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ist das alles wirklich nur von Kubrick? Oder steckt da vielleicht wirklich... Sie haben sich uns angeschlossen, aus freien Stücken. Oder hat der damit was zu tun? Wir haben uns um sie gekümmert. Sie aus ihrem erbärmlichen Leben geholt. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen gilt? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Was wollen sie retten? Vielleicht Castellanos? Vielleicht verzeiht er ihr. Neuanfang und so.